Nixengeschichte, nämlich die von den Nixenweibern. Und da spielt auch ein junger Mann eine Rolle, das ist der Metzger Hans, weil der hat die irgendwann ja entdeckt und das ist auch so gegangen. Der Metzger Hans, wenn er nicht arbeiten hat müssen, dann ist er runter zum Fluss und das ist gerade die Stelle, wo aus dem Bach dann ganz breit ein Flusslauf wird. Und an der Stelle, da hat es so schöne Weiden gegeben. Und das war ein ganzer wilder Urwald. Da hast du fast nicht durchkommen können. Aber er hat sich mit der Zeit so einen Trampelpfad geschaffen. Und da ist er oft hingegangen, ans Ufer. Dann hat er sich unter einer Weiden gesetzt und einen Baumstamm angelehnt. Und vor ihm waren die Äste von den Weiden. Das war wie ein grüner Schleier und das war ganz wunderbar. Und durch den Schleier hat er das Wasser gesehen und ein Stück vom Himmel. Das hat er immer wieder gemacht. Und irgendwann einmal war er auch wieder dort. Da hat er nicht nur die Vögel zwitschern gehört und ein paar frisch. Nein, da hat er auf einmal so Stimmen gehört. Irgendwas. Oh, oh nein. No, okay. Ist aus dem Wasser rausgestiegen. Juhu. Die haben sich unterhalten. Wer war das? Nein. No. Oh nein. No, okay. Und da hat er genau hingehört. Verstanden hat er nichts. Aber gesehen hat er was. Das waren die Nixenweiberl. Und die waren so lieb. Die haben so schöne Haare gehabt. Gut, Kampit haben sie die nicht oft. Ganz verfützt. Aber so ein silbriger Schimmer war da drauf. Und dann schöne Kleider, verstehst du? Das hat ihm schon gefallen. Und irgendwann sind die sogar auf einen Baum aufgekreit, auf so eine große alte Weide. Die war ziemlich hoch. Hoch war die Weide und da haben sie sich dann an die Äste gehängt. Und haben zum Schaukeln angefangen. Wow! Das war ja Gaudi! Jetzt haben sie. Wow! Am liebsten hätten da mitgeschaukelt. Das hat denen so einen Spaß gemacht. Und er hat sie beherrschen müssen, dass er nicht was gesagt hat. Er hat schon gewusst, da muss man sie im Hintergrund halten, da muss man ganz still sein. Und da ist er nur da gesessen und hat es angeschaut. Er war eh sprachlos. So was Schönes hat er noch nie gesehen. Und am liebsten war er den ganzen Nachmittag da gesessen. Aber irgendwann hat er ja zurückgehen müssen. Hat er zurückgehen müssen.
zu seinem Geschäft. Metzgerei, gell? Und da sind die Leute schon gestanden und haben gesagt, ja Hans, wo bist denn heute so lang gewesen? Weißt du, wir brauchen jetzt was aus dem Geschäft? Schnitzel, Speck, Bauchspeck, Schwanzerl und Zung vom Schwein für die Sulz, Schweineschmalz. Mensch, du lässt uns halt enger. Dann hat er es halt schnell bedient und dann waren sie alle wieder zufrieden. Er war ja ganz ein Netter und sie haben ja mögen, gell. Und dann ist es einmal passiert, dass plötzlich ein paar so Nixen rausgestiegen sind aus dem Wasser und die sind ins Dorf gegangen und da haben sie da was gerochen, das haben sie noch nie gerochen. Das war der Leberkass. Dann ist eine ganz schüchtern eine in das Geschäft vom Hans und dann hat er gesagt, so, was möchtest? Aha, möchtest du ein Leberkass sehen? Und alle haben so ein Leberkassemmel gekriegt, Geld haben sie keins dabei gehabt, aber er war ja eine gute Haut. Alle haben so ein Leberkassemmel gekriegt. Und so ist das eine Zeit lang weitergegangen. Er ist allweil wieder runter zum Ufer zu der Weiden, dann hat er ja noch zugeschaut. Und sie sind allweil wieder auf zu ihm und haben ein Leberkassemmel gekriegt. Und eine war dabei, die hat Rosa geheißen, ich weiß nicht, warum er das gewusst hat, Rosa. Und er hat Rosi zu ihr gesagt, Rosi, ah, du bist ja die Schönste, du bist die Netteste. Und das hätte er sich so gut vorstellen können, dass er mal die Rosi in den Arm nimmt, dass er ihr, ja, ein Puzzle gibt, oder dass er sie mitnimmt in sein Haus. Das hätte ihm schon passt. Aber er hat sich nicht traut, irgendwas zum sagen, gell. Und da ist er halt immer wieder mal da oben und hat ihnen zugeschaut. Und dann war es wieder mal so, dass die rausgestiegen sind. Ja, haben sie wieder gemurmelt. Hat er ja nicht zugehört. Und eben nie was verstanden. Aber die Stimmen, die waren schon so toll, wow. Das allein, das hat ihm so gefallen. Ja, gesungen haben sie auch dann. Ach, das hat den echt total verzaubert. Und irgendwann sind sie wieder auf die Bahn auf und haben angefangen zu schaukeln wie sonst da. Und haben eine Gaudi gehabt und haben einen Spaß gehabt und haben geschrien und haben gejuchzt und haben gar nicht mehr aufhören können. Und da war er auch so begeistert an dem Tag. Mensch, hat er sich gedacht, da möchte ich auch gerne mitmachen. Und jetzt kennen sie mich ja, jetzt kann ich noch einmal aufstehen. Und dann ist er aufgestanden und dann hat es geknackst. Und dann haben die sofort aufgehört und haben gesagt, da war wer. Wer war da? Wer ist da? Und dann haben sie ihn entdeckt. Ui, das ist der Metzger Hans. Der hat uns verfolgt. Und da waren ein paar dabei, das waren ein paar recht Resche. Die haben ihn gleich gepackt und abgezogen in den Fluss. Aber die Rosi, die hat vorher noch mit einem kleinen Gärten von der Weiden draufgehaut, dass er nicht gleich absaft. Und da war jetzt da so ein Tunnel, da hat er durchgehen können. Dann haben sie ihn zur Nixenkönigin gebracht und haben gesagt, der hat uns ausspioniert. Sie haben ja ein schlechtes Gewissen gehabt. Gell? Sie haben einen Menschen gesehen, sie sind ja mit dem in Kontakt gekommen. Die Nixenkönigin hat auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Sie hat nicht aufgepasst auf die Dirndl. Sie war selber immer unterwegs. Und die Rose erst recht, die hat ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ein bisschen schöne Augen hat sie ihm schon gemacht. Aber der Metzger Hans, der hat sich gedacht, jetzt sage ich einfach, ich darf's gern heiraten, die Rose. Na, dann ist doch alles bestens. Ja, ich habe ja nichts da, ich mag's ja. Schau, die darf mir so gefallen, hat er zur Nixenkönigin gesagt. Die darf mir so gefallen und die hätte bei mir ein gutes Leben, das kannst du mir fein glauben. Aber die Nixenkönigin hat gesagt, nein, das geht nicht, auf keinen Fall nicht. Mensch und Nixe, das geht nicht gut. Und wir alle miteinander, zu ihren Nixenmädchen hat sie das gesagt, wir müssen wieder zurück ans Schwarze Meer. Wir müssen weg von da. Das geht nicht gut. Und zur Rose hat sie gesagt, du kannst machen, was du willst.
Willst beim Hans bleiben oder gehst mit uns mit? Und die Rose hat gesagt, ich mag den Hans, aber ich gehe mit euch mit. Und dann war das ein trauriger Abschied. Die Rose hat ihn dann ausgeführt, da sind sie bei der Küche vorbeigekommen, da ist ein Besen gewesen und ein Kehrichthaufen. Dann hat die Rose da eingegriffen und hat ihm einen Haufen Kehricht da in die Taschen rein da. Und der Hans hat sich nur gedacht, ja, wie blöd ist denn das? Ich brauche ja keinen Dreck, habe ich daheim genug, weil man niemand putzt. Und ganz traurig ist er dann zurück in sein Häuserl. Und wie er dann da in die Taschen greift, war das lauter Gold, toller, gell? Nicht schlecht. Aber trotzdem, ab dem Tag war er so traurig, war er ein anderer Mensch. Und dann ist er am Abend oft ins Wirtshaus gegangen und hat ein Bier getrunken und dann ein paar Bier mehr, als er vertragen hat. So war das mit den Nixenweibern. Sunday.